Herzlich willkommen zum 21. Digitalk. Heute mit dem Andreas Engist. Wir haben zwar Viertig, aber das ist glaube ich, genau für dich dann einmal Hause Zeit, wo du mal Zeit hast. Genau. Betrieb in Buchs und in Chur Physiotherapie und Fitnesscenter. Ja, freue mich wieder mal jemanden aus einem neuen Gebiet, aus einer neuen Branche da bei mir zu haben. Vielleicht, wenn du kurz zwei, drei Worte zu dir sagst, woher es kommst, ja, was du machst und dann starten wir ein bisschen in die Fragen, ja, wo wir uns heute werden beschäftigen damit. Ja, meine Wurzeln sind in Basel. Ich bin dort geboren und in der Schule. Ich habe auch die Physiotherapieausbildung gemacht in Basel. 87 fertig gewesen. Dann als Physiotherapeut geschafft im medizinischen Zentrum zwei Jahre. Dann bin ich bei Grasshoppers Club Zürich gewesen, als Physiotherapeut. Und halt so ein paar Stationen gemacht und bin im 1991 dann hier ins Rheintal gekommen. Also wieder zurück, Bad Ragaz, Rheintal, ja. Das passt ein bisschen. Hat mir sehr gut gefallen hier und habe dann eine Praxis eröffnet. Und jetzt sind es dann bald schon 30 Jahre, wo ich hier bin, also ein halbes Leben. Ich habe Familie, zwei Kinder, die sind 18 und 20, also auch in der Ausbildung. Der eine macht jetzt dann gerade die LAP und ja, es gefällt mir halt sehr gut hier in dieser Gegend. Man kann sehr viel machen. Auch als Basler. Auch als Basler. Ja. Ja, genau. Ja, jetzt eben, bist du schon relativ lange da. Schon relativ lange im Geschäft. Ich sage jetzt im Fitness, im Physiotherapie-Geschäft. Wir haben es vorher gerade angesprochen in der Einführung. Ein bisschen, Konkurrenz nimmt immer mehr zu. Nimm an, du spürst das auch da im Buchs. Also wenn man im Buchs ein bisschen umschaut, sind in den letzten Jahren doch ein paar neue Fitnesscenter aus dem Boden geschossen worden. Wie gehst du mit dieser Situation um? Ja, da könntest du nicht viel tun, als weiterhin qualitativ gut zu arbeiten. Und ich denke, wir sind auch in einer ländlichen Region, wo wir sehr treue Kunden und Leute haben, wo das vielleicht schätzen, dass es vom Patron geführt wird und nicht irgendwie eine Firma ist oder Investoren, die dahinter sind. Beispiel Billigkette Basefit, wo jetzt glaube ich schon das dritte Mal verkauft worden ist. Also da weiss man nicht, wem das Geschäft gehört. Ja. Und dann haben wir natürlich unsere Grossverteile wie Coop und Migros, wo ganz mit anderen finanziellen Mitteln können arbeiten, oder? Und da musst du halt einfach die Luft haben, sage ich jetzt einmal, oder? Wir haben Glück gehabt, dass es mehr oder weniger gleich viele Mitgliederzahlen haben. Mit den Preisen haben wir es können stabil halten, weil wir haben natürlich von der Miete, Lohnkosten und alles können wir uns nicht vergleichen mit Coop und Migros. Und haben es bis jetzt überlebt und werden sicher auch in Zukunft überleben. Eben, du bist auch immer, also jetzt hast du gerade vom Überleben geredet. Also ich glaube, es ist nicht nur das Überleben. Du tust auch immer sehr vorausschauend auch wieder investieren in dein Fitness. Ich meine, ich kenne das Medical Fitness das Buch schon relativ lang. Das hat sich natürlich über die Jahre auch vergrößert, verändert. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass du auch immer ein bisschen am Puls bleibst, auf was die Leute ein bisschen jetzt mehr abfahren. Ich glaube, bei dir sind früher sehr viele Geräte rumgestanden. Heute hast du wieder mehr Platz auch, ich sage jetzt so, für Freiübungen. Ich glaube, der Trend war auch ein bisschen dran. Ist es vielleicht auch einfacher, als Kleine dann auf so Trends zu reagieren? Also das ist sicher einfacher, oder? Ich habe jetzt eine Bereichsleiterin in Chur, die hat bei einem Grossverteiler geschafft als Bereichsleitung und dort geht es dann durch 7 Etagen, bis einmal irgendwie die Wunsch dann weiterkommt und weiterläuft. Und wir können natürlich relativ schnell entscheiden. Also das ist sicher gut. Und unsere Kombination mit der Physiotherapie, sage ich, ist ganz, ganz eine wichtige Sache, dito mit der Sauna. Das haben die anderen nicht und unsere Sauna ist relativ gross mit 300 Quadratmetern. Und ich glaube, das hebt uns ein bisschen ab. Und wir haben die letzten zwei Jahre die Therapie massiv können hochfahren. Also ja. Wir haben 20% Zunahme. Obwohl es so viele Physios gibt überall im Liechtenstein, in der Schweiz, im Werdenberg. Aber auch dort denke ich, wenn man erfahrene Leute einstellt und qualitativ gut arbeitet, dass sich das einfach
in Zukunft weiterhin bewähren wird? Jetzt hast du ja gesagt, eben, dass das weiterhin bewähren. Du hast weitere Kunden gewonnen, irgendwo 20% im Physiobereich. Wie bist du draußen am Markt aktiv? Also wie sorgst du für die Werbung? Ich meine, eben, wirst du nicht mit den Grossen mitheben können, das ist völlig klar. Wenn die Grossen fahren dann Fernsehkampagnen, Zeitungskampagnen und hauen einfach Geld rein, dass der Karren irgendwann läuft. Auf was setzt du, ich sage jetzt im Werbebereich, was sind deine Kanäle dort, so, die du nutzt und wo du merkst, das bringt auch etwas? Also wir haben in der Vergangenheit natürlich eine professionelle Marketingfirma gehabt, also die haben wir immer noch. Und dort hat man, also ich sage jetzt von Zeitung, also Printwerbung, Radiowerbung, Kundenwerbung, wo man direkt Mailings machen tut, haben wir regelmäßig geschafft, kostet wahnsinnig viel Geld. Also Printmedien sind sehr, sehr teuer. Dann habe ich im 2018 gesagt, so jetzt ist fertig. Ich mache ein Jahr nur Online-Werbung, ja. Also mit Facebook und Google, mit Landingpage, da ist eine professionelle Firma dahinter. Und wirklich nichts Print, nichts Radio, gar nichts gemacht. Oder? Und wir haben, sage ich, die halben Kosten gehabt, Werbekosten, und haben das letzte oder beste Gewinn können erwirtschaften. Das ist noch spannend. Und alle haben natürlich davon abgeraten, oder alle Spezialisten sagen, du musst noch dieses und jenes machen. Wir haben dann letzten Herbst noch das Kundenfeedback gehabt. Da haben über 300 Leute mitgemacht. Und dort ist herausgekommen, dass eigentlich die Kunden, Werbekunden, also mit der Kundenzufriedenheit, kommt dann wieder irgendjemand Neues. Ja. Und ich denke, mit der Social-Media-Werbung heute, das ist wirklich das, was es bringt. Es ist so schnell, jeder schaut. Und ich glaube, das müssen wir weiterhin so machen. Du jetzt dieses Jahr aber sporadisch wieder einmal Printwerbung machen, dass man nicht ganz vergessen geht. Es hat doch halt vielleicht ein Zielpublikum 60+, die nicht so aktiv sind wie die Jungen auf dem Handy und in Social Media. Also ich glaube, ein guter Mix, das ist eigentlich das Beste. Aber Kundenzufriedenheit, das ist so und so für uns. Ist noch spannend, dass du sagst, dass du einen kompletten Switch gemacht hast für ein Jahr nur auf Social Media und der Erfolg trotzdem da war. Natürlich ist Werbung auch immer sehr, sehr langfristig. Kann sein, dass du natürlich vielleicht von gewissen anderen Sachen profitiert hast. Natürlich ist es auch sehr schwierig zum Nachvollziehen. Ich sage jetzt vor allem Print. Und Radio, die du nachher nicht genau hast. Ja, aber wer ist jetzt effektiv von der Printwerbung gekommen? Das ist natürlich ein einfacher, wenn du eine Landingpage hast und dann siehst, wie viele Leads dort gekommen sind, was dein Lead gekostet hast. Also das ist sicher der Vorteil vom Online-Marketing. Mhm. Aber ich bin auch der Meinung, ich kenne dein Fitness relativ gut und auch die Leute, die dort sind. Ich glaube, es lebt schon auch von Mund-zu-Mund-Propaganda, einfach die Leute wieder, die wieder empfehlen. Und das machen sie natürlich nur, wenn du gute Leute auch hast und ein gutes Ambiente und die Kultur auch stimmt. Also, meine, das ist ja bei dir, oder allgemein im Fitness, du bist ja automatisch, die Therapeuten und Trainer sind sehr, sehr eng mit den Kunden in Kontakt. Also, darum, ich glaube, ist dort recht wichtig, dass du gute, kompetente Mitarbeiter hast. Und durch da dann die Kunden zufrieden sind und durch da dann wieder weiter erzählen, oder? Das ist sicher. Also das ist ja auch schön bei uns. Also, mittlerweile sind wir in beiden Standorten mit den Group-Fitnessleiter, Kinderhort und Putzpersonal sind wir auf 50 Leute auf der Lohnliste, ja. Oder? Wovon 20 Leute doch relativ viel arbeiten, wo man sich sieht und macht. Und da haben wir natürlich jetzt eine gewisse Stabilität, also es sind Leute schon viele Jahre bei uns und der Mix von den verschiedenen Menschen, also es ist nicht jeder gleich, aber der Mix macht es aus, dass sich die Kunden wohlfühlen, oder? Das schätzen sie, wenn sie reinkommen, wenn man Grüezi sagt und sie zufrieden sind und man hat Zeit und redet und tut, also das Zusammensein. Und wir haben zum Beispiel im Wuchs am Morgen relativ sehr gut besucht. Da sind sehr viele Pensionäre, die kommen. Ganze Gruppen, oder, zu diesen Zeiten, zu diesen Tagen. Die treffen sich hier und haben eigentlich auch ein Fest zusammen. Oder? Das ist auch schön zu sehen. Die können lachen, die sind gerne zusammen.
Und das hängt natürlich auch mit den Mitarbeitern zusammen. Also ohne die funktioniert natürlich gar nichts. Da bin ich sicher auch deiner Meinung. Mhm. Jetzt hast du eben im Buchs angefangen, dann hast du das Gruppenfitness oder die Kurse, die du machst, die auch noch an einem anderen Standard im Buchs ist. Und vor kurzem, oder vor ein paar Jahren, ist Chur dazugekommen. Wieso Chur? Also wieso ist das so das Ding, entweder man bleibt stehen und man geht unter, oder man macht weiter und expandiert. Ist das so ein bisschen das Ziel dahinter? Oder man muss grösser werden? Oder sagst du, es hat sich einfach gerade so ergeben? Nein, du hast natürlich vor 6-7 Jahren ist der Physiobereich total eingebrochen. Also überall, Zürich, Basel. Das hat mit dem Gesundheitswesen zu tun. Oder wenn uns die Ärzte keine Patienten schicken, dann hast du nichts zu tun. Punkt. Ja. Oder? Also, das ist noch schwierig. Und dann haben wir gesagt, was machen wir? Kurzfristig musst du weiterarbeiten, aber mittellangfristig sagt man, machst Physio zu, machst nur noch Fitness. Willst du dann expandieren mit diesem Konzept so und so? Und dort war das noch nicht so aktuell gewesen mit diesen Kettenbetrieben, die jetzt so Druck machen, vom Ausland reinkommen. Und dann hat man halt vor 6 Jahren dann sich entschieden, man macht mit dem Fitness weiter und versucht, so alle 3 Jahre einen neuen Standort aufzutun. Und dann hat man geschaut, wo. Also eigentlich haben wir es auch ganz wählen, hat es aber keine Fläche gehabt. Ja. Im gleichen Moment hast du gemerkt, oh, die Migros sucht auch überall, wo wir suchen. Das ist noch krass. In Meierfeld sind wir dann mit dem Migros und mir dran an einer Location. Okay. Die Fläche ist, glaube ich, immer noch zum Vermieten momentan. Und dann hat sich das mit Chur ergeben, oder? Also vom Einzugsgebiet, vom Businessplan her. Und es ist natürlich also genial in Chur. Also ich sage, und es passt auch. Aber es ist natürlich ganz, ganz, ganz schwierig, wenn du heute gegen einen Grossverteiler den Expansionsplan hast. Das haben wir jetzt auf Eis gelegt und schauen, dass jetzt einfach die beiden Standorte mit der Therapie sehr gut laufen zu kommen, oder? Mhm. Was meine ich mal, Chur ist, meine ich bin auch schon zu Chur gewesen, ist doch ein rechter Laden. Also es hat eine gewisse Größe. Es ist über 3 Stöcke hinweg, so viel es mir ist, oder? Mhm. Das ist ja irgendwo sicher ein Sprung ins kalte Wasser rein gesehen. Die Chur hätte niemand kennt, nehme ich an. Also oder vielleicht mal vereinzelt. Trotzdem, nach 6 Jahren bist du immer noch in Chur. Wie hast du das dort geschafft? Ich meine, da hast du können sagen, in Buchs, ich setze auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Das ist so ein Kreislauf, der läuft. Aber in Chur hast du, bist du dann auch kein Migros und kein Coop, wo man dich schon kennt. Ja, ist das sicher ein Risiko gewesen, oder? Ja, grundsätzlich war es natürlich so, dass wir einen Partner in die Firma genommen haben, also einen Aktionär. Der hat ein Drittel von den Aktien gekauft. Und der ist aus Chur und hat sich dort sehr gut ausgekannt. Und er hat freie Hand gehabt vom Einrichten. Ich wäre zuständig für den medizinischen Bereich. Und das hat ja dann nicht funktioniert. Er ist nach 9 Monaten dann aus dem Betrieb raus. Wir haben die Aktien zurückgekauft. Dann hätte man natürlich mit dem gleichen Personal weiterarbeiten wollen. Das haben wir 3 Jahre gemacht, ist nicht gegangen. Und dann bin ich auf, oder? Auf Chur. Und ja, wie machst du das? Also ich habe jetzt einfach für 2 geschafft, also 80 bis 90 Stunden über 2 Jahre. Und habe jetzt seit letztem November eine Bereichsleiterin gefunden, die dort den Laden sollte führen im Fitnessbereich. Und das Ganze kostet ganz viel Geld, oder? Also man hat natürlich nicht gewinnen am ersten Tag. Also da geht, wir haben nach 3 Jahren Break-Even möchten haben. Und jetzt geht es halt 5 Jahre, bis du Break-Even hast. Und das hat mich privat halt viel Geld gekostet, oder? Ein Migros kratzt weniger oder ein Coop, wenn du ein bisschen Verlust fährst. Ja, ich weiss ganz genau, was du meinst. Also, am Ende der Geschichte sind wir Unternehmer, meine du und ich auch. Und die Unternehmer, das ist ja so, die haften dann irgendwo mit dem eigenen Geld. Man sagt dann zwar, ja, die bösen Aktien, also die Firmen gründen und wenn etwas aufbauen, die bösen. Aber eigentlich, ja, wir sind mit unserem eigenen Geld da drin und wenn es nicht läuft, dann investieren wir von unserem Geld wieder, weil wir das Gefühl haben, es läuft. Und du bist jetzt das Beispiel, ja, es hat 5 Jahre gebraucht. Also, das sieht ja dann niemand, das sieht jeder, nur das schöne Gebäude und oh, super, läuft. Aber wie es dann im Hintergrund aussieht, das kriegen viele nicht mit. Das kriegen viele nicht mit, das ist ja so, ja. Ja. Aber mittlerweile in Chur, würdest du sagen,
den Standort willst du haben oder immer noch weiter am Ausbauen? Also ich muss sagen, ich komme wahnsinnig gerne dort ins Geschäft oder unten anfahren, parkieren. Es sind sehr, sehr schöne Räumlichkeiten. Für mich ist das so ein bisschen mehr Ruhe als im Bux, oder? Weil dort mehr läuft, also auch in der Therapie. In Chur sind wir nur 2 Physios und in Bux sind wir 8 Physios. Das ist natürlich viel mehr Treiben, ja. Auch mit der Sauna, ist auch viel grösser, oder? Und komme sehr gerne dort hin. Und mir hat jetzt gerade ein Kunde gesagt, der ist jetzt in ein anderes Fitnesscenter, so für Hardcore-Training, Oldschool-Gym. Gehe ich jetzt dort einmal, weil es 24 Stunden ist, das haben wir ja nicht, oder? Also da könntest du mit dem Bett immer rein und raus. Ich zeige ein bisschen komisches Klientel dort rein. Und da fühle ich sich nicht so wohl. Und jetzt muss ich mal schauen, und sonst kommen wir wieder zu uns zurück, weil wir sind ganz klar das beste Center in Chur. Das hat mich dann sehr gefreut. Also, da hat es ein schönes Feedback, ja. Ein schönes Feedback, und das haben wir in 5 Jahren geschafft. Und es hat solche, die sind schon 20, 30 Jahre auch dort. Es hat Grossverteiler, wie Coop und Migros, Basefit, ganze Haufen kleine. Und das ist natürlich schön, wenn du in 5 Jahren das schaffst, dass du dann einen guten Namen hast, oder? Ja. Und auch dort läuft es natürlich dann wieder über Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm. Ich glaube, das braucht einfach eine gewisse Zeit, auch, bis dann alle Leute davon gehört und davon überzeugt sind, oder? Also wir haben jetzt, es gibt die Firma Hamilton, ja, in Bonaduz. Die kenne ich sehr gut. Die haben über 1000 Mitarbeiter. Und da haben wir letztes Jahr das erste Mal Firmenfitness gemacht. Die haben 100 Abos gekauft. Mittlerweile sind 190, die trainieren. Und jetzt haben wir gerade einen Deal gemacht, letzte Woche. Sie haben verlängert um 100, also mit 150. Ja. Und haben gesagt, wenn das so zunehmend ist, dann machen sie dann nächstes Jahr vielleicht 200. Ja. Und jetzt haben, also, das zeigt ja, dass die sehr, sehr zufrieden sind. Also anscheinend auch die Mitarbeiter. Ja. Und es gibt viele andere Zentren, oder? Ja. Wo sie hätten können den Deal machen. Und sie sind bei uns geblieben. Und das ist natürlich auch etwas Schönes. Und wir haben ja auch einen Bux, das Firmenfitness, wo viele Firmen wie dir ja auch, ja, wir sind auch bei uns kommen. Und das ist natürlich etwas, das haben wir auch Kunden sind gekommen, Firmen, also Manuel, ja. Zanken von euch. Du, die müssen doch irgendetwas so machen. Und dann haben wir mal geredet, was sind die Bedürfnisse von diesen Firmen. Und das hat sich jetzt sehr bewährt. Also mittlerweile haben wir etwa 10 Firmen, ja, die so Firmenfitness machen tun. Und das ist eine sehr gute Kombination zum Rest, den wir haben, oder? Ja, ich glaube, eben der Unternehmer ist dann auch eben unternehmerisch oder innovativ. Wenn er vielleicht irgendwo unter Druck kommt, sucht er sich irgendwo auch wieder neue Möglichkeiten. Und ich glaube, mit dem Firmenfitness ist sehr eine gute Geschichte. Ich glaube, du hast einen Ansprechpartner normal und kannst eigentlich logisch, ist es ein bisschen günstiger. Auf der anderen Seite kannst du mit einem Ansprechpartner eben 10 oder jetzt bei der Hamilton 100 Fitness-Abo loswerden. Das ist natürlich in der Kommunikation einfacher. Und vor allem, wenn es dann auch noch renommierte Firmen sind. Ich meine, Hamilton ist natürlich, du kannst sagen, Hamilton trainiert bei mir. Ja, das dürfen wir ja wollen sagen. Mhm. Also, und von dem her sicher sehr gute, innovative Geschichte, die du dort jetzt fährst. Und da bieten meines Wissens jetzt die grossen Ketten noch nicht an, oder? Ja, ich glaube, das geht nicht von den Strukturen her. Eben, da können wir schnell, innerhalb von 24 Stunden, könntest du irgendetwas anzaubern. Ja. Also, das geht natürlich, oder? Weil du selber der Chef bist. Und dann denke ich, ist das eine sehr, sehr gute Sache. Was wir sehr wahrscheinlich ein bisschen mehr machen müssten, wir haben ja auch verschiedene Sportler, die bei uns trainieren. Die sind aber eher so ein bisschen, ja, ein bisschen dezent, das hängen wir nicht an die grosse Glocke. Es ist der eine oder andere, der dann halt auch mal Facebook postet oder so, Hashtag gegen uns reinhackt, oder? Dann sehen das die Leute, aber da könnten wir sicher ein bisschen mehr Gas geben. Oder jetzt auch mit so Firmen wie bei euch oder mit der Hamilton, dass man das ein bisschen an die grosse Glocke hängt. Aber das ist nicht so mein Style. Ja. Jetzt hast du eine spannende Überleitung eigentlich so zu den Influencern gegangen. Ich meine, die Fitnessbranche ist in den letzten Jahren eigentlich so die Branche gewesen, wo ein Haufen Influencer aufgekommen sind, die sehr stark auch über die sozialen Medien eigentlich jetzt die letzten 3, 4, 5 Jahre gepusht worden sind und eigentlich dann mit Ernährungstipps und Fitnessgeschichten.
das nicht irgendwie mal eine Idee gewesen bei dir auch, zu sagen, okay, wir tun uns auch ein bisschen auf diesen Dingen mit Influencer oder Micro-Influencer positionieren und probieren dort noch ein bisschen Gas zu geben? Oder ist das einfach, passt das dann nicht zu der Firmenkultur? Also wir haben intern mit Newsletter und Blog haben wir eigentlich auf der Homepage alles vorbereitet. Das ist natürlich ein bisschen eine Zeitfrage und wer macht das? Also du musst heute jetzt in unserer Betriebsgröße musst etwa eine 25% Stelle einstellen. Das gibt so viel Aufwand, wenn du das professionell mit Facebook, mit Google... Das ist mit so. Also das ist etwas, wo wir sicher im 2019 wenn vorbereiten und optimieren. Ein bisschen sind wir dran. Ich habe gehofft, ein von meinen Söhnen setzt sich da ein bisschen mehr dahinter. Das ist aber bis jetzt noch nicht so gegangen, wie ich mir das wünsche, dass ich entlastet bin. Ich mache das jetzt im Hintergrund selber, neben allem anderen. Und das ist halt dann immer ja, sehr zeitintensiv, oder? Und da denke ich, ist es wichtig, dass wir da professioneller werden. Die richtige Influencer zu finden, oder, wo unsere Firmenphilosophie abdeckt, ist etwas schwierig. In den letzten paar Wochen habe ich ein bisschen gehört, ja, Influencer, viel ist gefaked. plötzlich haben sie nicht mehr so ein gutes Image. Der eine oder andere klaut plötzlich oder kommen Sachen raus und dann sind sie weg vom Fenster, haben 1,5 Millionen Followers gehabt. Also, dann bin ich wieder froh, dass ich nicht irgendwie ins Fettnäpfchen trampe. Oder wenn du jemanden hast, der dann hinten nur rauskommt, das ist viel gefaked oder es ist schlecht, das wäre dann für das Image sicher nicht gut. Dann genau, ja. Also da musst du sicher aufmerksam sein. Ich meine, da gibt es ja auch Experten. Wir haben gerade vor 2 oder 3 Tagen jemanden da gehabt, der wirklich Influencer-Marketing macht, so eine Plattform hat. Und das war auch spannend gewesen dort. Trotzdem glaube ich, so ein bisschen Mikro-Influencing, also heisst halt, es sind nicht die, die 500'000 Abonnenten haben, aber solche, die halt vielleicht 1'000, 2'000, 3'000 Abonnenten haben und bei dir auch effektiv ins Fitness gehen, glaube ich, können durchaus auch etwas sein, um die mitzunehmen und denen einen Anreiz zu schaffen, dass sie eben auch positiv über das Fitness berichten. Ich glaube auch nicht, dass bei dir jetzt die Richtung wäre, irgendwelche Star-Influencer mit Millionen Abonnenten, ich glaube, da wäre dann auch nicht ganz authentisch vom English Medical Fitness. Außer du hast solche, die wirklich bei dir trainieren. Nein, wir haben ja, dann musst du ja vom Streuverlust reden. Ja, oder? Yeah. Das heisst, wir sind hier im Werdenberg oder im Raum Chur und Umgebung. Also mir nützt es gar nichts, wenn du jetzt so einen Bekannten hast, der Zürcher und Basler und weiss nicht was. Also ich muss ja jemanden haben, der lokal ist. Und da haben wir ja Sportler, die regelmäßig irgendwo in der Zeitung sind. Dort dürfen wir den Namen nicht abdrucken von der Firma, das wird gestrichen. Aber in ihren Facebook-Posts sind wir dann immer erwähnt. Ja. Oder? Und das ist eigentlich eine schöne Sache und eine gute Sache. Da sind wir schon dran. Ja, ich glaube auch, das ist wichtig. Einfach auch. Das ist wieder Word of Mouth durch jemanden, der wirklich auch zeigt, okay, schau, ich bin fit, will ich ins Fitness gegangen und dort eine gute Betreuung haben. Ich glaube, das musst du einfach mitnehmen. Ich glaube auch nicht, dass du alles auf die Karte setzen musst, aber das musst du mitnehmen. Die Leute auch irgendwo animieren, zu sagen, eben, hey, teilen doch Sachen, machen ein Foto und markieren uns auch, ja, dass die Leute auch wissen, wo bin ich unterwegs. Und wenn ich nur ein Kunde bin mit 300 Followern, aber am Ende der Geschichte, wenn ich vom Fitness ein Foto mache und dort ist Medical Fitness, English Medical Fitness, ja, dann sehen das irgendwo 200 Leute. Also hast 200 Leute hast du mal irgendwo erreicht. Und ich glaube, der Teil ist durchaus auch nicht zu unterschätzen. Einfach so die Leute zu animieren, um, hey, erwähnen uns. Und ich glaube, da kannst du viel auch ohne Geld machen. Also ich sage jetzt einfach, indem du die Leute animierst, hey, ja, oder irgendwie ein Goodie ist, wenn wir uns erwähnen, whatever, dann ja, kriegen einen Jockey-Riegel oder whatever über. Gut, die Sportler, die haben natürlich dann Special Conditions oder bei uns beim Trainieren. Die Goodies, die kommen sie eigentlich über mit verschiedenen Sachen. Und das ist sicher cool so, dass die eben eigentlich gratis Werbung machen. Und das ist ja die Kunden, die wieder Kunden empfehlen, die haben es gesehen. Was wir sicher machen müssen, ist noch ein bisschen mehr mit Inhalt arbeiten. Oder? Also einfach Aktionen posten, dieses und jenes. Das verleidet einem
Das sehe ich auch. Ich komme ja so viele Newsletter rüber. Ich sage jetzt nicht von wem. Ja, wir will auch von uns. Ja, das ist so. Genau. Also gut. Vom Frankenspalt. Ja, so, richtig. Ja. Mittlerweile gibt es den Tag, wo ich nicht einmal schaue, was drin ist. Oder? Ja, also nicht nur. Also, es sind ja. Eben. Ich möchte ja nicht abmelden, weil manchmal ist etwas drin, oder, was ich genau gerade brauche. Und dann kaufe ich es dann auch. Ja. Und das wollen wir ja nicht. Aber so ein bisschen Inhalt, wie es grössere machen, ja. Digitec zum Beispiel, da kommt jetzt sehr viel mit schlauem Inhalt noch. Ja. Oder zu den Aktionen. Du hast völlig und das recht. Ist das, was ich denke, wo in Zukunft recht wichtig wird sein, oder? Also du hast es selber erkannt, das Wichtigste am Social Media ist der Inhalt. Mhm. Du musst der Kunde will informieren, oder es geht ja um Aufmerksamkeit. Mhm. Und überall, jeder kämpft um unsere Aufmerksamkeit und so auch auf den sozialen Medien. Mhm. Und dort, wo du Inhalt kannst vermitteln, Informationen oder Unterhaltung oder Lustig, einfach da, wo die Leute wollen, sie dort kannst packen, ist viel, viel besser, als irgendwie, wenn du nur Werbung machst. Vielleicht hast du mal einen Glückstreffer, dass einer auf deine Werbung reagiert. Aber du solltest, der Hauptteil sollte irgendwo Inhalt sein auf den sozialen Medien. Mm-hmm. Und das haben, ja, auch bei uns, ich sage, haben noch nicht alle so begriffen. Mm-hmm. Und posten einfach jede Aktion bei sich auf dem Kanal. Und dann ja, fragen sie sich, wieso es jetzt niemand darauf reagiert. Mm-hmm. Ja, wenn ich jetzt keine Taschenlampe brauche und es ist jetzt eine gerade für einen halben Preis, dann interessiert es mich nicht. Klick ist weg, oder? Ist es so. Vielleicht hast du gerade einen, der eine braucht. Ah, ja, gut. Ja. Mhm. Aber du bist viel glaubwürdiger, wenn du heute Inhalt vermittelst, wenn du Wissen vermittelst. Also, ja, es geht nur um die Aufmerksamkeit vom Menschen. Und du musst darum buhlen, dass er dich sieht. Ja. Und das passiert halt über Inhalt. Das ist das Gleiche auch. Gewisse Sendungen im Fernsehen laufen besser und gewisse weniger gut, weil es um Aufmerksamkeit geht. Mhm. Ja. So Bachelor und die laufen, weil sich die Leute darüber amüsieren. Ja. Mhm. Ob jetzt dort der Inhalt oder der Gehalt so gross ist. Ich schaue es nie. Das ja, ist, ja. Genau. Nein, aber einfach so als Beispiel. Mhm. Oder du hast auf der anderen Seite die Tagesschau, die sicher auch noch sehr gross ist. Dort geht es um Informationen. Aber es hat sich nichts verändert in den letzten 50 Jahren. Du musst die Aufmerksamkeit des Kunden irgendwie erreichen. Und das tust du einfach über Inhalt und nicht über Werbung. Mhm. Ja. Das ist schon so. Jetzt hast du in deiner Karriere doch schon einiges erlebt. Du warst an der Olympiade, Physio von GC, von der Liechtensteiner Nazi, aber auch Race Across America. Das sind ganz, ganz spezielle Sachen, natürlich immer als Physiotherapeut oder unter dem Aspekt von dem. Aber was sagst du, hat im meisten bewegt in deiner Vergangenheit? Oder wo du sagst, das hat einen riesen Einfluss auf mich? Von so speziellen Events? Also, wenn man so Physio-Ausbildung macht, ist man ja wie in vielen Berufen der Generalist, oder? Mhm. Wo man dann ein bisschen den Weg muss finden, in welchen Bereich willst du gehen. Und mir hat halt immer der ganze Mensch, die Anatomie, Biomechanik, das Funktionieren, das Nicht-Funktionieren hat mich interessiert. Und dann habe ich im medizinischen Zentrum gearbeitet. Das war eine sehr manuelle Geschichte dort. Und habe dann gefunden, das ist ein bisschen langweilig. Und eigentlich, durch das, was ich dann mit dem Sport zu tun habe, also Opus Club Zürich mit Athleten, oder, wo die wollen, wenn sie verletzt sind, die geben alles, dass sie möglichst schnell wieder gehen können. Du musst immer schnell Lösungen finden. Oder? Nicht, sie haben 9 Physiotherapien, jetzt machen wir mal 7 Wochen. Es wird dann eh besser. Also die Zeit heilt Wunden. Ich bin am Anfang sehr, wie soll ich sagen, rudimentär eingestellt, weil wenn man lang Physio macht, wird es sehr wahrscheinlich einfach durch die Zeit gut und nicht durch die Physiotherapie, sehr oft. Und das muss man auch sagen an dieser Stelle. Und wenn du im Sport arbeiten tust, dann hat er etwas und dann musst du schnell eine Lösung bringen, musst schnell analysieren und dann sage ich, grossen Werkzeugkoffer haben, um dem zu helfen. Und das habe ich gelernt dort bei GC. Und dann, wenn du so eine Olympiade gehen kannst und so viele verschiedene Sportarten und so viele verschiedene Athleten siehst, dann lernst du das kennen, wie läuft das, wie funktioniert das und kannst so Erfahrung sammeln. Und das ist auch das Spannende am Ganzen im Sportbereich. Also dort arbeite ich sehr, sehr gern.
habe jetzt auch letztes Jahr und sogar auch in diesem Jahr bei American Football mal so einen Ausflug gemacht. Einmal bei den Frauen. Das hat mich dann sehr beeindruckt, ja, wie es dort klopft und tätscht. Die haben wieder ganz andere Verletzungen als jetzt Tennisspieler oder Beachvolleyballer. Und das finde ich einfach ganz, ganz interessant, oder? Die vielen Facetten von Verletzungen, von Überlastungen. Und die Literatur ist natürlich auch sehr, sehr gross. Man muss sehr viel lesen in der Freizeit. Aktuelle Sachen, weil es ändert sich viel. Und das ist so das, was mich prägt hat eigentlich hier im Sport. Und das Ganze könntest du umsetzen wieder beim, sag, Otto-Normalverbraucher. Das ist wie bei der Formel 1, oder? Die Tools, die man dort entwickelt, kommen dann oft in normale Autos rein und dann profitiert die grosse Masse. Und das denke ich, das ist das, was mich so ein geprägt hat, oder? Durch einen Spitzensport nachher am Patienten zu arbeiten. Oder? Ich darf ja gerade sagen, ich war vor einem Jahr bei dir in der Behandlung mit einer Schambeinentzündung, ja, wo ich lange rumgenossen habe, aber schlussendlich ja, ist es relativ schnell gegangen. Also, und ich war ja bei ein paar Ärzten und ein paar Orte geschaut, was man machen könnte. Ich glaube, bei dir hat man gemerkt, du hast dich wirklich ein Problem angenommen und hast probiert, eine schnellstmögliche Lösung zu finden. Ja, wahrscheinlich, wenn ich einfach ein halbes Jahr nichts tun hätte, hätte es mir irgendwann auch nicht mehr wehtun. Ja. Es wäre dann einfach wieder kommen, wenn ich angefangen hätte. Also, von dem her, ja, glaube ich schon, dass das wirkliche Eingehen auf das Problem vom Patienten, also vom Kunden. Und wirklich auch schauen, und das merke ich auch sonst bei Ärzten, da gibt es himmelweite Unterschiede. Und ich glaube, wenn du dort kannst, wirklich dem Kunden oder dem Patienten einen Mehrwert und auch fundiert kannst erklären, wieso das so ist. Und du hast ja dann bei mir auch gesagt, mit dem Zucker und allem, wo ja dann nicht jetzt unbedingt vom Physio eine Aufgabe ist. Aber das ist so der Mehrwert, wo ich sage, ja, und dann bist du eben am Schluss auch gut, wenn du den Mehrwert kannst bieten. Und nicht nur sagst, ja, jetzt eben, mit der Zwei, sagst, ja, jetzt kommst du mal neunmal, wir tun mal ein bisschen das, mal ein bisschen da, sondern effektiv am Schluss auf die Lösung hinschaffen. Und da gibt es nicht so viele Ärzte und Physiotherapeuten, wo das so läuft. Also, da bin ich schon bei den Haufen gewesen, also da kann ich so bejahen. Also, ich muss natürlich sagen, ich habe fast 25 Jahre arbeiten als Physiotherapeut. Du hast sehr viel gesehen, sehr viel gemacht. Und dann bist du irgendwie in einem Alter, wo sagst du, und jetzt, oder? Wie geht es weiter? Und du hast einfach gemerkt, mit den Tools, die ich als Physio habe, komme ich nicht weiter am Patienten bei diesem und diesem Problem. Und dann habe ich geschaut, was könnte ich machen könnte. Und dann ist mir so die Osteopathie in die Schoss gefallen. Ich habe noch zwei liebe Freunde, die auch gerade mitgemacht haben. Und dann habe ich die Osteopathie-Ausbildung gemacht. Und das hat mich, wie soll ich sagen, menschlich wie auch taktil, also mit den Händen, mit dem Gespüren, mit dem ganzen medizinischen Know-how sehr viel weitergebracht, weil du hast jetzt das Ganzheitliche vom Menschen. Also ich habe nicht nur den Bewegungsapparat, Muskeln, Knöchel, Gelenk, sondern es geht weiter, es geht über Medikamente, über Röntgenbilder, über die Ernährung, über die ganze Physiologie. Und ich glaube, dann hast du den Werkzeugkoffer sehr, sehr voll. Schon wenn eine gewisse Berufserfahrung hast du schon sehr viel gesehen. Und dann rattert es im Hirn vielleicht schneller. Ich sage immer, es ist wie so Sherlock Holmes oder CSI Miami. Du Forensiker, oder? Du musst herausfinden, wo ist das Grundproblem. Oder? Und jetzt bei dir so eine Ansatzproblematik, wenn man das einfach so knallhart schwarz-weiß sieht, ja, Überlastung vom Schutten, klar, drauf irgendetwas machen. Aber das Grundproblem ist eigentlich dein Stoffwechsel. Oder? Du bist wie vergiftet gewesen mit dem Zucker. Und wenn man dann noch ein paar Tools hat zusätzlich, dann kann man das Problem angehen, dass dem Menschen dann besser geht. Oder? Ja. Aha. Also mir geht es besser, viel besser. Also seit einem Jahr kein Problem. Man muss einfach gewisse Sachen machen. Also gut, trainieren muss man trotzdem. Ja, das oder? Das ist trotzdem. So, ja. Nein, spannend. Wo geht es noch hin mit dir und mit Medical Fitness? Was sind noch weitere Ziele? Jetzt bist du gerade am Umbauen oder hast du noch gezügelt mit dem Group Fitness, oder? Aber wo geht es hin? Ich meine, du hast von den Söhnen erzählt. Ja. Also ich glaube, der eine Sohn macht Fachmann für Gesundheits- und Bewegungsförderung. Der hat jetzt den DLAP fertig, Mitte Juni.
Er weiss noch nicht so recht, wie, wo, was. Und ich denke, wenn er auf diesem Gebiet arbeitet, dann muss er mal aus dem Weg Erfahrung sammeln. Und zum, ich sage jetzt, in die Fußstapfen kommen, dass man könnte so einen Betrieb dann in der zweiten Generation führen, braucht es natürlich noch Haufen im Bereich Management, Controlling, Zahlen. Das ist natürlich, ja, das ist schon der grosse Teil dahinter dran. Und wir werden versuchen, weiterhin so in diesem Konzept zu arbeiten, weil wir glauben, das bringt es so eng zusammen mit der Medizin, also mit der Physiotherapie. Weil ich will auch weiterhin am Patienten arbeiten, weil ich das gerne mache, oder? Und nicht einfach nur Management und hintendurch. Mehr Freizeit für mich. Also ich habe jetzt relativ viel geschafft. Das macht dann natürlich körperlich auch kaputt. Und wenn man am Patienten arbeitet, dann musst du wach sein und bereit sein. Das braucht auch ein bisschen Energie. Durch das, dass ich regelmäßig trainieren darf in unserem Fitnesscenter, das hält mich eigentlich fit und munter. Und irgendwann habe ich gedacht, möchte ich noch ein Buch schreiben. Wie so viel? Langweilig, oder? Nein, ich glaube, das gehört dazu, wenn man vieles gesehen nein, hat. Nein, weil ich denke, es sind... Manchmal haben wir das Gefühl, wenn man am Patienten ist, kommt nicht weiter, bin ich ein Double, oder? Kann ich denn das nicht? Jetzt arbeite ich schon so lange und ich finde keine Lösung, oder? Und dann ist man wieder irgendwo am Joggen und dann denkt man, eigentlich weiss ich schon noch viel. Ja. Manchmal kommt es einem dann in den Sinn, weil man schon so viel gesehen hat. Und das viele Know-how, denke ich, wenn wir intern Weiterbildung machen mit den Physios, wir machen regelmäßig jeden Monat Weiterbildung, das ist eine wahnsinnig schöne Sache, oder? Weil die kennen das gar nicht und du vergisst ja, ah ja, das stimmt, das habe ich auch mal nicht gewusst. Oder? Und das Know-how weitergeben. Die Erfahrung weitergeben. Die Erfahrung weitergeben, das ist so ein bisschen das, was ich gerne machen möchte. Ja. Mhm. Ich glaube, das erfüllt einem dann irgendwo auch mit Stolz. Also es geht nicht um eine, ich sage jetzt eine Selbstbeweihräucherung oder so, sondern effektiv auch das Wissen weitergeben, weil einem eben auch etwas an der Thematik liegt und man es nicht nur macht, weil es ein 9-to-5-Job ist, sondern mein, mit dem Werdegang und so weiter. Also du bist durch und durch Physiotherapeut und Fitness und Gesundheit. Also das habe ich ja schon rausgespürt. Und das weitergeben, also das ist so eine Leidenschaft. Und die muss man haben, ich glaube, um erfolgreich zu sein. Aber man will es ja dann eigentlich auch weitergeben. Also das ist mein Kleiner, ich habe noch nie die Erfahrung, wie du hast. Aber ich will meine Erfahrung auch weitergeben, weil ich das Gefühl habe, das bringt Leute weiter. Und ich tue gerne Leute helfen, weil es ist doch schön, wenn jemand mit einem Problem kommt und mit einer Lösung geht und am Schluss zufrieden ist. Also das ist doch das, was einem glücklich macht. Und nicht nur der Franken, der reinkommt. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Und ich will mal bei dir auch. Also am Schluss, logisch, ein gewisser Zahltag und Geld muss da sein. Aber sonst könntest du Löhne nicht zahlen, ja, oder? Aber Physiotherapie ist ja eh nicht lukrativ. Also das weiss man, wenn du bei Behandlung 47 Stutz bekommst, mal zwei, dann weisst du, was für einen Stundensatz. Ja, und ich bin jetzt am Umbauen und sehe, was ich hier für Stundensätze für jeden Handwerker drauf habe. Oder? Das ist krass, ja. Das ist krass und wir sind ja dann nicht, also wenn Kaffeepause, ist nicht zahlt bei uns. Ja, ja. Beim Handwerken schon, oder? Und von dem her musst du wirklich Freude haben und vor allem auch eben zu sehen, dass heute die Physiotherapeuten einen grossen Teil das gerne machen und wenn sie Know-how weitergeben können und sie weiterbringen und siehst, dass sie sich verbessern am Patienten, dann haben wir ja das, oder? Also das ist das, was dem Betrieb hilft. Wenn dann der Kunde zufrieden ist am Schluss, sind alle zufrieden. Ja. Und so muss es sein, oder? Ja. Und hast auch eine Freude daran, wenn du siehst, hey, der ist mit einem Problem gekommen. Und am Ende der Geschichte hat er wieder Lebensfreude, weil er das machen kann, was er gerne macht. Ja. Und nicht mehr eingeschränkt ist. Ja, oder weniger fest eingeschränkt. Ja, ich danke dir vielmals, Andreas, dass du da bist. Sehr, sehr spannend. Ich glaube auch, Leidenschaft bei dir sehr, sehr ein grosses Thema. Und ja. Wir werden weiterhin zu dir ins Training kommen und wenn ich wieder mal ein Problem habe, ist für mich ganz klar, wohin sie gehen. Also ja, danke nochmal, dass du da bist. Und ich sage auch vielen Dank. Ja. Und viel Erfolg weiterhin. Danke vielmals. Danke.